Kerl. Ein Kerl, der hier 2 Tonnen Lebendgewicht auf die Waage bringt und läuft hier mit einer rosa Angorankatze am Bogen rum. Find euch mal einen Typ, der das noch mal hat aus mir. Gott im Himmel. Es gibt ja selten was einen richtigen Kerl entstellt, ne? Aber. Sag ich auch immer. Hat er mir gemacht mit den 4 Bogenschwein Extremkratzern. Vor allen Dingen hier wirklich mit diesem Soft. Täschchen. Okay. Das sieht doch immer von dir aus. Das ist ja für den normalen Bogenschützen. Ich bin auch ein normaler Bogenschütze, nur nebenbei. Ich mag es halt nur ab und zu mal mit ein bisschen schwereren Gewichten zu schießen, schwereren Bögen. Aber das ist halt wirklich genauso. Ne? Schön schick. Da hat man die Pfeile auch am Mann. Das ist top. Meister Joghurt. Ja, schön mit Schlangenleder und. Das ist ein Wikinger-Symbol, glaube ich, oder? Genau. Schlangenleder tatsächlich, sieht aus, ja. Und hast ihn schön ausgeschnitten. Also ein Hundehalsband für meinen Hund nehme ich gerne an, weil den Armschutz, den kriegt er jetzt wieder mit. Ich möchte das nicht. Also erstens mal habe ich einen Armschutz von Marc, das ist ganz klar. So, fangen wir an hier heute mal auf dem Parcours mit Joghurt. Sag ich mal Joghurt. Joris Abel. Da steht's. Da steht's. Ganz groß, da steht er. Der Baum aus Schwaben. Voll. Live und in Farbe. Auf geht's. Joris. 80 Yard. Ah, unten. Socke. Unten, ja, im Grünen. Aber der ist mal schön, der ist mal gut geflogen jetzt wenigstens. Sehr gut. So, auf geht's, komm. Jawohl. Der ist so kurz, da hat es schön gestaubt. So langsam geht er auch mal in den Anker. Also er hört dann tatsächlich auch zu, wenn ich es zum 100. Mal sage. Auf die es halt schon ein bisschen öfters gemacht haben. Ja. Auch wieder im Sockel. Ja, öfters dürfen wir schießen. Gleich lange, ne? 11 Jahre, hast du gesagt. Ich auch. Nur ein bisschen intensiver und halt competitionmäßig. Auch tief. Ja. Nicht am Bogen reißen, junger Mann. Du reißt mir zu sehr am Bogen, deswegen verreißt du auch ab und an mal vorne den Pfeil. Sauber lösen nach hinten. Nicht. Ja. Das war jetzt zumindest sauber gelöst. Komm, gib her. So, mach mal. Hier hat er mir schon mit hingesteckt. Mehr kriege ich nicht hier. 3 Stück müssen der reichen. Der schießt hier im Dutzend billiger. Ich kriege 3 Stück. Gucken wir mal. Du sagst doch immer, du triffst mit dem Osten. Das habe ich noch nie. Das ist auch wieder so eine Behauptung. Ich habe noch nie behauptet, ich bin Weltmeister. Noch nie. Ich habe noch nie gesagt, ich treffe im Ersten. Ich treffe mit Glück und Zufall. Und ich nehme eure Bögen, gebt mir einen Pfeil zum Schießen und versucht gegen mich zu gewinnen. Mit eurem Equipment. Wird nicht so leicht. Aber schauen wir mal, was wir rausholen. Und jetzt! Mit dem Ersten! Da müsste sogar ein Kill sein. Das sieht gut aus, ja. Verflucht! Ich habe auch immer so ein Scheißglück. Und wie sage ich immer, einer kann Zufall sein. Gucken wir mal. Ich will den Joris jetzt nicht ganz. Oh, das ist süß, oder? Was die Kerle mir. Wenn das die Tina macht aus dem Schwarzwald hier, ne? Unsere kleine Pinke, dann ist das ja in Ordnung für mich. Aber ein Kerl, der hier 2 Tonnen Lebendgewicht auf die Waage bringt und läuft hier mit einer rosa Angorankatze am Bogen rum. Find euch mal einen Typ, der das nochmal hat aus mir. Gott im Himmel. Es gibt ja selten was einen richtigen Kerl entstellt, ne, aber. Boah. Sag ich auch immer. Ach. Und? Kann man stecken lassen. Komm, geh mal vor, den dritten schieße ich gar nicht. Das war ein Begräbnis der Nadel, junger Mann.
versuchen wir doch mal. Das waren jetzt zwei Schuss. Junger Mann, zwei Schuss mit einem Bogen. Hm? Muss ich also stehen lassen. Das muss ich jetzt so stehen lassen. Man kann auch nicht alles können. Hey, Alter. Wie ich immer sage, ein bisschen was an Erfahrung bringe ich dann doch schon mit. Und wie schon gesagt, der Bogen macht es nicht. Der hat jetzt wie viel Pfund? 35 ungefähr. 40 auf dem Finger dann, ja. Ganz ausziehe. Und 600 Niora, nicht meine Pfeilschwere, nicht mein Bogen. Zwei Schuss, 80 Yard. Könnte schlechter sein. Mhm. Könnte auch besser sein, könnten beide hier drin stecken. Könnte schlechter sein. Schlechter sein. Hups. Ups. Nein, Joris. Komm, jetzt zeig mal hier, was du mir gemacht hast. Das stelle mal noch vor. So, ihr seht schon, ne? Das ist er nämlich hier. Der Berg aus Schwaben. Das hat er noch gemacht. Also schon endgeile Lederarbeiten. Hier, den hat er mir gemacht. In Anlehnung an Marc. Marc, mein Marc. In Anlehnung an meine Armköcher hat er mir den gemacht. Mit einem Armköcher für hinten dran. Ja. Hoppala. Jetzt mal gucken. Wo geht's rein? Da geht's rein. Da geht's rein. Da geht's rein. Und das ist auch wirklich schön fest. Der hat den Charme, dass er weich ist. Das heißt, die Pfeile sind da wirklich auch bisschen fester drin, ne? Der Armköcher hat er mir gemacht mit den vier Bogenspann-Extremkratzern. Ist schon geil. Was ist das für ein Leder? Rindleder. Rinderleder, Spaltleder oder was? Nö, einfach ganz normal Rindleder und unten drin ist ein pflanzlich gegerbtes Leder. Genau. Guck ich schon nochmal an. Zum Reinschlüpfen. So, vor allen Dingen hier wirklich mit diesem Soft-Täschchen. Was ist das für ein Leder? Wildleder? Das ist Schuhoberleder nennt sich das. Schuhoberleder? Aus der Schuhproduktion. So, wie viel gehen da rein? Das hast du eigentlich schon mal ausprobiert zu Hause. Wie viel reingehen? Ob du das Ding auch schon mal praktisch erprobt hast? Nö, ich habe gedacht, das überlasse ich dir. Alter, so, komm. Die sind zwar so schön, aber du willst die Pfeile auch wahrscheinlich wieder mitnehmen. So ab dem 6. Reicht ja bei dir. Bei dir brauchst du maximal 3. Das geht doch mal nicht immer von mir aus. Das ist ja für den normalen Bogenschützen. Ich bin auch ein normaler Bogenschütze, nur nebenbei. Ich mag es halt nur ab und zu mal mit ein bisschen schwereren Gewichten zu schießen, schwereren Bögen. Aber das ist halt wirklich genauso. Ne? Ist schön schick. Da hat man die Pfeile auch am Mann. Das ist top. Einmal frei. Und die Qualität? Massiv. Hey, schwere Qualität, ne? Das ist ordentlich. Dieses Einfädeln wird eingestellt. Das wird einmal bloß eingestellt zum Durchschlupfen, genau. Das gucken wir uns nochmal an. Das ist eigentlich eine schöne Innovation. Das da oben hier, ne? So ein Durchzug. Du kannst auch einfach Stopper. Den hier komplett rausmachen. Den kann man wegmachen, genau. Das ist auch gut. Das ist auch schnell passiert. Prima. Kann man auch einen Gürtel machen mit dem Clip? Ja. Und hier wird es einfach nur eingestellt hier in den Zipper. Und dann hast du es enger oder nicht so eng. Je nachdem, ob im Winter mal eine Jacke drunter ist. Genau. Oder. Und dann schlüpfen wir rein. Kannst einstellen. Top. Alles mit den Bogenspann Extremkratzern. Danke. Das ist natürlich richtig, das ist schon endgeil. Das stelle ich mir auch nicht so einfach vor, das Ganze zu machen hier. Ich bin nicht der Handwerker vor dem Herrn, man soll es nicht glauben. Mit ein bisschen Übung geht's. Mit ein bisschen Übung. Also Lederarbeiten, ne? Joghurt. Ich zeige das noch, steht im Film unten drin. Adresse mit allem drum und dran. Da seid ihr mit gerade bei individuellen Sachen sehr natürlich gut individuelle Sachen, das hält ein Leben lang. Ist einfach so. Ich habe es ja auch gelernt. Du hast gelernt? Du hast was gelernt? Sattler. Du hast Sattler gelernt? Ich bin gelernter Reichsversattler, genau. Ja, verreck. Das ist ja, dann macht es ja auch Sinn. Die Naht ist halt auch, ne? Die ist maschinell genäht, ne? Das genau. Ist nicht per Hand. Das heißt, du hast auch die richtigen schweren Geräte, um das dann auch wirklich zu verarbeiten. Das ist nur eine kleine Industrienähmaschine. Echt? Das reicht, ja. Das reicht schon, weil das Leder ist schon fett. Ja. Ne? Die, also bis 8 mm schafft die eigentlich alles. Super. Also das ist heftig, das ist richtig gut. Und wie schon gesagt, dieser kleine Arm wird hier hinten reingeklipst dann mit zwei Clips. Kann man natürlich auch
wie gehabt, am Gürtel tragen mit den Clips. Rechtshänder, genauso wie Linkshänder. Sehr, sehr geil. Und was er mir noch machen will, hat er gesagt, ist ein... Wo ist mein Hund? Ist ein Halsband für die Xenia. Und da kommt noch eine Innovation dazu. Da bin ich sehr gespannt, was er sich da einfallen lässt. Freuen wir uns. Und dein Hund auch. Also das wird heftig. Sehr gute Arbeit von dem jungen Mann hier. Und jetzt lernen wir noch zu ankern und dann wird alles gut. Lernen wir noch eine Runde Bogenschießen. Gut. Die Meinerslücke, immer wieder ein erhebendes Gefühl, wenn man es schafft. Geh mal nach vorne, sag ich mal, was hast denn du für einen Armschutz eigentlich? Meister Joghurt. Ja, schön mit Schlangenleder und... Das ist ein Wikinger-Symbol, glaube ich, oder? Genau. Schlangenleder, tatsächlich, sieht aus, ja. Und da ist ein schön ausgeschnitten, bisschen schön lackiert ist noch. Ist so dein Standard-Armschutz, den du so machst, oder hast du sowas? Das ist, sag ich mal, so schon auch eine extravagante Variante, also okay. Auf Bestellung. Und ja, ich sag mal so, die Standardvarianten sind meistens nur mit Randpunzierung hier außenrum. Und dann gibt es auch welche mit dem also möglich, drauf. Also möglich ist eigentlich alles. Genau, im Online-Shop ist eigentlich alles zu finden, was man Online-Shop, genau. Wird, schnell kriegt. Wird unten verlinkt. Hier, ja. Der junge Mann, der passt zwar nicht ganz aufs Bild. Und ich falle hier gleich den Tisch runter. So, mal einen Schritt zurückgehen. So ist gut. Also es wird alles verlinkt. Lederarbeiten, individueller Art, ist möglich ist alles. Zeig mal die komische Tasche da hinten. Die hast du doch mit Sicherheit auch selbst gemacht, ne? Da, wo man die Pfeile so gut wie nicht rauskriegt, verflucht! Also, die kriegt man auch nicht geklaut. Und? Extra so groß, dass auf jeden Fall das Wichtigste reinpasst. Flach mal mit rein. Alter. Na, natürlich auch schön. Alkohol im Parcours. Ich bin kein Freund davon, nach wie vor. Zum Desinfizieren natürlich. Ja, Schnucki, ich bin Pfälzer. Wir spucken alle nicht ins Glas hier in unserem Bundesland. Aber Alkohol und Bogenschießen passt für mich nicht zusammen. Auch wenn ich jetzt hier eine Spaßbremse machen muss, tut mir furchtbar leid, kann ich nicht gut finden. Dafür ist es einfach, es ist Bogenschießen. Ne? Und was machst du sonst noch an deinen Lederarbeiten? Was bietest du an? Was ist ein Kassenschlager? So ein Gassenhauer, genau. Was ist da, was geht am besten? Fliegenbatschen. Muggebatscher, genau. Muggebatsche, sagt der Schwabe. Muggebatscher, genau. Da habe ich ein paar verschiedene Varianten mit unterschiedlichen Holzfarben und. Da schickst du mal ein paar Bilder, die machen wir gleich noch dazu. Und was sonst noch? Handtaschen? Handtaschen für die Damen, die nicht Bogenschießen gehen wollen. Oder auch Gürtel, Geldbeutel. Also schick mal noch ein paar Bilder, die hänge ich einfach hinten dran. Also auf die Dinge, wo du auch stolz drauf bist. Und jetzt, Hundehalsbänder mit Fliegen sogar. Das, also mein Schnucki würde sich freuen. Und ja, guck mal. Guck mal, wie traurig diese Augen gucken. Kann ich traurig gucken? Also würde mich echt freuen. Also für Xenia. Und das nehme ich auch gerne an. Also ein Hundehalsband für meinen Hund nehme ich gerne an. Weil den Armschutz, den kriegt er jetzt wieder mit. Ich möchte das nicht. Also erstens mal habe ich einen Armschutz von Marc. Das ist ganz klar. Aber nicht, dass die Leute sagen, hier, guckt ihn der wieder an. Hier, nimmt alles mit, was er kann. Nein, will er nicht. Der nimmt nicht alles mit. Ich bin für den Bogensport. Ich finde das geil und das macht der Marc auch. Also wir finden Sachen richtig geil, wenn sie gut gemacht sind. Ist einfach so. Aber deswegen müssen wir jetzt nicht alles annehmen. Ich finde es sehr, sehr lieb von dir. Aber den kriegst du wieder mit. Den kann man jetzt verkaufen. In Japan könnte man das mit Bruggerschweiß noch extra versehen, noch teuer verkaufen. Du bist schon so bekannt in Japan. Ich hoffe es doch nicht, Menschenskind. Aber nochmal, den kriegt er jetzt wieder mit. Ich ziehe ihn mal schnell aus. Halt mal. So, genau. Thomas, beim Nackigmachen nochmal richtig schön filmen. Oh, guck, können diese Hände zärtlich sein? Ja, können sie. Wollen es nicht. Also, danke nochmal. Die vier Bogensport-Extremkratzer sind natürlich wirklich endgeil. Das ist auch richtig geil gemacht. Total geile Qualität. Und wer ihn haben will, soll sich bei dir melden, das ist kein Thema. Er ist ab sofort auch mit diesem Köcher noch dabei, Armschutzköcher. Kann man haben bei Joris direkt. Wird verlinkt unten. Und ich freue mich gerne, oder wir freuen uns gerne, über ein Halsband. Schätzchen, freuen wir uns über ein Halsband? Ja. So. Alles klar, haut rein. Und da ist es gekommen, ein Päckchen von Joris Abel. Sehr innovative Schachtel, muss ich schon sagen. Lässt er sich was einfallen? Und dann packen wir mal aus. Wirklich, hat was. Und da ist es.
Das Halsband für Xenia. Und was das Besondere daran ist, da habe ich Ihnen mal drum gebeten. Jeder Hundebesitzer weiß das. Da kommt diese Hundemarke, man kann davon halten, was man will. Die muss man offen tragen, aber die klimpert und geht einem tierisch auf die Nerven. Es hilft, wenn man ein bisschen Tesa dran klebt, rechts und links, dann wird es auch weniger, aber dieses Gebimmel, das geht mir, Alter, da kriege ich Blitzherpes. Und deswegen habe ich gesagt, überleg dir doch mal was. Und es hat er einfach so ein Lederchen gemacht, da kommt die Hundemarke zwischen rein. Und dann ist die auch offen sichtbar, muss man einfach nur hier aufmachen und dann ist gut. Jetzt gucken wir mal, ne? Ruf ich mal meinen Hund. Xenia, komm her. Ja, guck mal, was ich hab. Ja, guck mal, was ich hab für dich. Das hat der Joris geschickt. Hm? Zieh mal das mal an. Komm her. Gucken wir mal. Und jetzt seht ihr schon, Schluss ist mit nervigem Gebimmel. Stille. Stille im Saal. Einfach toll. Also wirklich gut. Das kann man aufklappen dann, wie schon gesagt. Dann kann welcher Ordnungshüter auch immer das kontrollieren. Und jetzt gucken wir mal, ob das Halsband passt. Ob wir das richtig gemessen haben. Das Maß hat er nicht von mir vorher gekriegt. Jawohl, schön, zweites Loch. Passt hervorragend. So ist es. Und schon hat mein Hund schön passend zu dem schönen Cappuccino-Braun. Na, das haben wir uns auch ausgesucht. Hier das dunkle Braun, ein schönes Futter unten drunter und das helle oben drüber. Und schon ist mein Hund schick. Danke, Joris. Super geil. Und was jetzt? Ist es fein? Ja, fein. Komm her. Ja, fein. Zeig mal hier. Zeig mal hier. Nicht kämpfen. So ist fein. Ja, das ist schick. Das passt. Ist es fein?